hast du getan? Beds Fortsetzung zu seinem ersten Buch über Unsterblichkeit hat es nie veröffentlichen können. Handgeschrieben, das ist das einzige Exemplar. Verdammt, auch nicht. Ich war sicher, dass hier drin ein Testament ist. Halt, was ist das? Eine leere Seite. Ed muss mir den hinterlassen haben. Bestimmt ist er wichtig. Eine Geheimnachricht. Was sind das für seltsame Markierungen? Das muss eine Art Hinweis sein. Hat Dad all das gebaut, nur um seine Forschung zu schützen? Läuft im Geheimen. Die Arbeiter, die Roth eingestellt hat, wurden fürstlich entlohnt, damit sie keine Einzelheiten festhalten. Und ich bin zuversichtlich, dass nichts von meiner Arbeit nach außen dringen wird. Ich habe meine Funde zu sorglos präsentiert und die falsche Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Roth hält mich für paranoid, weil ich ein Geheimgewölbe baue, aber ich werde beobachtet. Meine Arbeit ist zu wichtig und vielleicht zu gefährlich. Sie darf nicht in falsche Hände fallen. Ich brauche einen sicheren Ort dafür. Das war's.
Ich habe getan, was ich konnte, aber meine Emilia ist und bleibt tot. Roth war entsetzt von meinem Plan und flehte mich an, das Ritual nicht zu vollziehen. Nicht aus Angst, es könnte funktionieren, sondern aus Angst, was ich tun würde, wenn es scheitert. Und es ist gescheitert, ohne Zweifel. Ich bin exakt nach meinen Erkenntnissen vorgegangen. Als ich den Stein in das Elixier fallen ließ und es an ihre Lippen hielt, dachte ich für den Hauch eines Moments, es hätte funktioniert. Es war Mitternacht und meine Taschenuhr blieb unerklärlicherweise stehen. Die Luft knisterte, wie kurz vor einem Blitzeinschlag. Einen Herzschlag lang glaubte ich, mir würde das Leben ausgesaugt, wie wenn man ein Glas leert, um es Emilia wieder einzuflößen. Ich hätte den Tod begrüßt, wenn ich dafür wieder Leben in ihren Augen gesehen hätte. Doch der Moment verging. Emilia ist tot. Und ich wurde nicht zum Orpheus. Wir kehren nach Hause zurück und betten sie zur Ruhe. Das schulde ich ihr. Du hast sie heimgebracht. Sie ist hier, irgendwo. Die gehört zu einem Statuenset, das Dad in China gefunden hat. Er glaubte, es stamme aus dem Tempel von Xian. Muss ich mir irgendwann mal ansehen. Richard, ich wollte letzte Woche persönlich mit dir sprechen, aber dein Diener hat mich verscheucht wie einen gemeinen Hausierer. Er sagte, du seist untröstlich und könntest noch keine Besucher empfangen. Er sagte, du gibst dir selbst die Schuld. Dazu kann ich nur sagen, absolut zu Recht. Ich hoffe, du leidest. Ich hoffe, dass du für den Rest deines Lebens unter diesem Verlust leidest. Ich hoffe, du lebst lange genug, um zu fühlen, wie dieser Schmerz wächst, statt zu schwinden. Denn das hast du verdient. Du hast uns Amelia genommen. Du hast ihren Ruf ruiniert und ihren Verstand mit Kinderfantasien vergiftet. Du hättest sie genauso gut mit eigenen Händen erdrosseln können. Kontaktiere mich nie wieder. Aber du musst für die Zukunft deiner Tochter vorsorgen. Hast du schon mal überlegt, dass es besser wäre, wenn du Emilia möglichst schnell folgst? Als Laras gesetzlicher Vormund könnte ich den Schaden, den du dem armen Mädchen zugefügt hast, vielleicht noch teilweise beheben. Wenn nicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Namen Croft auszulöschen. Lara verdient Besseres als dich. Wie auch Emilia und wir alle. Atlas. Vielleicht gelange ich ja damit in andere Teile des Anwesens. Dads tibetanische Schriftrolle, bis weit in die Nacht hinein hat er sie immer studiert. Fehlende Seite der Renovierungspläne. Sie wollten nicht, dass jemand außerhalb der Familie von der Gruft erfährt. Liebster, es ist still. Es ist jetzt so friedvoll still. Selbst nach dem chaotischen und schrecklichen Absturz kann ich mich der Schönheit dieser Berge nicht entziehen. Ich verstehe, welche Magie dich hierher gelockt hat. Sei versichert, in diesem Moment spüre ich keinen Schmerz, nur große Traurigkeit. Traurigkeit, dass ich dein Lächeln nicht mehr sehen konnte. Dass ich nie die wundervolle Frau treffen werde, die unsere Tochter sein wird. Es gibt so viel zu sagen, aber ich bin müde. Die Sonne geht unter. Die Kälte der Nacht wird mich überwältigen. Ich weiß, dass ich bald einschlafen und in dieser Welt nicht wieder erwachen werde. Ich habe Angst, Richard. Gibt es ein Jenseits? Du weißt, Glauben war nie meine Stärke. Darum halte ich jetzt an deinem fest. Ich halte ihn so fest, wie ich nur kann, Liebster. Werde der Vater, den Lara verdient,
In ihr werde ich weiterleben. Mom starb ganz allein. Sie war so tapfer. Da ist eine Inschrift. Das ist das Croft-Universum. Unser Wissen liegt im Osten, unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden und unser Gestern im Norden. Unser Gestern im Norden. Noch etwas anderes unter dem Anwesen ist? Unglaublich. Selbst hier drin hat Dad seine Entdeckungen versteckt. Dads gesammeltes Wissen. Hier drin stecken bestimmt unzählige Geheimnisse. Dad? Also, die Schule hat zwar gerade erst angefangen, aber wann darf ich wieder zur Ausgrabungsstätte kommen? Hier ist es so langweilig. Wir machen nur Sachen, die ich schon im Sommer gelesen habe. Ich sehe die ganze Zeit aus dem Fenster und denke über unsere Expedition nach. Und dann schimpft der Lehrer, ich würde träumen. Ich will auch ganz brav sein und dich nicht stören und das tun, was du mir sagst. Es fehlt mir, Dad. Und du fehlst mir. Unser Wissen liegt im Osten, unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden, unser Gestern im Norden. Erwartet, dass mich zu Hause nach Emilias Begräbnis eine niederschmetternde Endgültigkeit übermannen würde. Und ja, als ich die letzten Begräbnispflichten erfüllt hatte, war ich überzeugt, ich würde neben ihr zu Boden fallen und sterben. Nicht aus Trauer, sondern wegen der furchtbaren Erschöpfung der letzten Wochen. Doch als ich der Mausoleumsstein schloss, spürte ich,
Eine Art Frieden und Energie, was mich völlig überraschte. Dies war nicht das Ende unserer Geschichte. Und ich war ein Narr, das zu glauben. Ihr Körper mag fort sein, doch ihr Geist ist noch hier, im Anwesen, in mir, in Lara. Ihre Seele und meine sind eins. Und der Tod ist bloß eine flüchtige Unterbrechung. Ich trat aus der stillen Kälte hinaus in ein gleißendes Sonnenlicht. Und meine Gewissheit wuchs. Der Tod ist nicht das Ende. Und es ist noch vieles zu tun. Mein Gott, kann das sein? Ned, du hast sie heimgeholt. Meine liebste Lara, es ist sehr schwer, dies zu schreiben, weil ich weiß, dass es für dich nur Worte auf Papier sein werden. Ob du dich an meine Stimme erinnerst? Wie wir zusammen gespielt und gelacht haben. Oder ich dich getröstet habe, wenn du traurig warst. Denk dran, dass ich immer noch bei dir bin, Lara. Meine Energie, meine Liebe, sie ist in dir. Und das wird sie immer sein. Nutze diese Energie und folge deinen Leidenschaften im Leben. Lass dir nie von anderen den Weg vorschreiben. Wer du sein wirst, bestimmen deine Entscheidungen. Die Liebe, die du gibst, die Versprechen, die du einhältst. Ich hoffe, du bist glücklich. Dass du geliebt und erfolgreich bist bei allem, was du dir vornehmen wirst. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Vergiss mich nicht. Mit all meiner Liebe, deine Mutter. Was ist das? Ein Brief? Lara, ich habe die notariell beglaubigte Bestätigung über Amelias Grab und die Entdeckung der Gruft auf dem Anwesen erhalten. Ich verstehe zwar nicht, warum dein Vater das Schicksal deiner Mutter ihrer eigenen Familie vorenthalten hat, doch damit sind alle rechtlichen Ansprüche, die ich auf das Anwesen gehabt habe, ungültig. Das Croft-Anwesen und das restliche Vermögen deines Vaters gehören für alle Zeiten dir und du kannst frei darüber verfügen. Solltest du einmal Hilfe bei der Verwaltung des Anwesens benötigen, hoffe ich, dass du dich wieder an mich wendest. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Ich war so auf meinen Onkel konzentriert, darauf, ihm das Anwesen streitig zu machen, dass ich nie gemerkt habe, wie viel mir dieser Ort wirklich... bedeutet. Aber seit ich hier bin, spüre ich die Gegenwart meiner Eltern. Ich spüre die ganze Geschichte meiner Familie und wie tief wir hier verwurzelt sind. Ich möchte meine Eltern ehren. Ich möchte all meine Vorfahren ehren. Die Croft-Familie mag so gut wie vernichtet sein. Aber ich werde unseren Namen und unser Haus wiederherstellen. Das zerbrochene Schwert, das ich aus Yamatai mitgebracht habe. Der Atlas. Was für eine Handwerkskunst. So. Ich weiß noch, wie ich damit zum letzten Mal geschossen habe.
Das war eins meiner Lieblingsbücher hier. Ich habe die Hieroglyphen immer nachgemalt. Lordcroft ist entschlossen, den Westflügel abzuriegeln. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber umsonst. Und zu allem Übel glaube ich, seine Erlebnisse in Tibet haben seine Besessenheit noch verstärkt. Er lebt jetzt quasi in seinem Arbeitszimmer und erforscht Gott weiß was. Und die arme Lara, sie ist so verwirrt. Zu jung, um die Tragödie zu begreifen, die über dieses Haus gekommen ist. Ich hoffe so sehr, dass Lord Croft seine Trauer überwindet und sich erinnert, dass er eine Tochter hat. Aber ich fürchte, er wird seinem obsessiven Wesen nachgeben, das Lady Amelia so gut zu zügeln verstand. Ich werde jedenfalls für die kleine Lara da sein. Bei mir wird sie kein Leid und keine Trauer spüren, nur die Liebe. Thank you.
Foto wurde in der Bibliothek gemacht. »1820. Anbauten der Haupthalle in Arbeit. Hm.« Die Musik. Sie ist wunderschön. Lara kam heute zur Welt. Es war etwas dramatisch, aber alles ist gut. Sie ist ein gesundes, schönes Baby. Richard ist gerade weggegangen. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Bestimmt feiert er heute Abend mit seinem Lieblingswhisky. Es ist jetzt ruhig und friedlich. Nur der sanfte Klang des Regens und die leisen Schlafgeräusche dieses neuen Lebens in meinen Armen. Lara. Lara Croft. Meine liebe Tochter. Mein Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Wir haben eine Verbindung, etwas, das ich nie erwartet hätte, eine so starke, reine Liebe. Eines Tages wirst auch du sie spüren. Ganz gleich, wohin du gehst oder wo auf der Welt du deinen Platz findest, diese Verbindung wird uns immer bleiben. Das war für eine Ausstellung von Moms Werken in London. Wie gern würde ich die heute sehen. Hier steht, Amelia Croft plant, ihre Werke in New York zu präsentieren. Was wohl daraus geworden ist? Thank you.
Das Foto wurde in der Bibliothek gemacht. »1820. Anbauten der Haupthalle in Arbeit. Die Musik. Sie ist wunderschön. Lara kam heute zur Welt. Es war etwas dramatisch, aber alles ist gut. Sie ist ein gesundes, schönes Baby. Richard ist gerade weggegangen. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Bestimmt feiert er heute Abend mit seinem Lieblingswhisky. Es ist jetzt ruhig und friedlich. Nur der sanfte Klang des Regens und die leisen Schlafgeräusche dieses neuen Lebens in meinen Armen. Lara. Lara Croft. Meine liebe Tochter. Mein Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Wir haben eine Verbindung, etwas, das ich nie erwartet hätte, eine so starke, reine Liebe. Eines Tages wirst auch du sie spüren. Ganz gleich, wohin du gehst oder wo auf der Welt du deinen Platz findest, diese Verbindung wird uns immer bleiben. Das war für eine Ausstellung von Moms Werken in London. Wie gern würde ich die heute sehen. Hier steht, Amelia Croft plant, ihre Werke in New York zu präsentieren. Was wohl daraus geworden ist? Thank you.
Eine von Dads Yoruba-Masken. Das Geschenk eines Freundes von der Nigeria-Expedition. Ah.
Öffnet er die Geheimtür von innen? Hoffentlich sitze ich hier nicht fest. Meine Urgroßmutter Rose, wegen ihres untadeligen Rufs auch Goldene Rose genannt. Was sie wohl von mir gedacht hätte?